Hallo und herzlich willkommen zu meinem Pi Day Video 2022. Ihr seht hier einen Turtle Walk. Das heißt, ich habe mit Turtle Graphics eine Schildkröte programmiert, die sich die Nachkommastellen der Zahl Pi anschaut und dann bei jeder Ziffer entscheidet, um wie viel Grad sie sich dreht, einen kurzen Schritt nach vorne geht und auf die nächste Ziffer guckt. Das macht sie in diesem Falle 400.000 Nachkommastellen lang. Das war gar nicht so einfach auf den Bildschirm zu bringen und ihr seht, die Schrittlänge ist auch recht kurz. Ja, prinzipiell kann mein Programm auch noch mehr Stellen ablaufen, aber irgendwann läuft die Schildkröte dann raus und dann, ja, macht das Ganze keinen großen Spaß mehr. Ich habe mich hier für eine absolute Positionierung entschieden. Das heißt, wenn die Ziffer eine 0 ist, geht die Schildkröte genau einen Schritt nach links. Bei einer 5 geht sie genau einen Schritt nach rechts. Und dazwischen, ja, habe ich das in 36 Grad Schritten aufgeteilt, sodass ich den ganzen Kreis gleichmäßig verteilt habe. Genau genommen also Ziffer mal 36 Grad und das Ganze dann von links im Uhrzeigersinn herumgedreht. Es ergibt sich ein spannendes Muster und ich finde das interessant, Pi mal auf diese Art und Weise neu kennenzulernen. Wer mehr zu den Hintergründen wissen möchte, kann sich gerne das Programm anschauen. Ich werde auch eine längere Version dieses Videos bei YouTube einstellen. Hier ist das Ganze doch ja sehr stark gerafft. Ich zeichne genau genommen immer 50 Schritte auf einmal. Ja, sonst dauert es wie gesagt recht lange. Und zu den Hintergründen empfehle ich das Video von Matt Henderson auf YouTube bei Numberphile. Ich hoffe, auch dieser kleine Ausflug hat euch Spaß gemacht. Ja, das war mein Pi Day-Beitrag für dieses Jahr. Tschüss.